Ja, hat auf jeden Fall sehr gut getan heute der Sieg, vor allem auch vor unserem heimischen Publikum. Ich finde nicht nur der Sieg an sich, sondern auch wie wir uns heute präsentiert haben über die ganzen 60 Minuten. Super Tempospiel gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit auch eine sehr gute Abwehr hingestellt. War sehr wichtig heute. Ja, es ist natürlich eine harte Zeit gerade. Wir haben viele Spiele. Es wird wahrscheinlich auch so weitergehen in den nächsten Wochen. Es wird nicht weniger und da gilt es umso mehr, Wert auf Regeneration zu legen und zu schauen, dass es dem Körper weiterhin gut geht. Ich glaube, ich brauche da Till keine Tipps geben. Wenn ich es richtig weiß, hat sein Vater früher sogar rechts außen gespielt, auch als Rechtshänder. Deswegen hat er das wahrscheinlich in die Wiege gelegt bekommen. War gut, dass ich da vielleicht auch heute ein paar Minuten Pause bekommen habe in Hinsicht auf die nächsten Spiele, bis Kevin dann auch wieder fit ist. Und umso schöner, dass Till da natürlich auch sein Tor gemacht hat. Ja, ich freue mich riesig auf das Derby. Macht einfach immer Spaß, das Südderby mitzuerleben. Ich glaube, die Halle wird brennen. Ich glaube, sie wird voll. Unsere Fans werden hinter uns stehen und wir werden von Anfang an zeigen, dass es nicht umsonst ist, sondern dass wir unsere Fans dafür auch belohnen wollen und mit einer entsprechend guten Leistung den Sieg einfahren wollen. Ja, also echt super. Ich denke, wir hatten jetzt echt ein paar schwierige Spiele und hatten jetzt endlich mal ein Spiel, wo klar der Gegner jetzt auch nicht, muss man auch dazu sagen, nicht ganz die Qualität hatte, die wir jetzt in der Bundesliga zum Beispiel vorfinden, aber einfach, dass wir ein Spiel hatten, das wir von Anfang an eigentlich auch dominiert hatten. Hat zwar eine Schwächephase vor der Halbzeit oder so 10 Minuten vor der Halbzeit, sind dann aber weg, ich glaube auf 5 in der Halbzeit und dominieren dann komplett die zweite Halbzeit und das tut echt unheimlich gut, dass wir mal mal auch ein etwas lockeres Spiel haben und vor allem auch zu Hause wieder die 2 Punkte jetzt endlich mal holen und ja, wir auch einfach auch viel Last verteilen konnten auf ganz viele Schultern, sodass wir da wirklich am Donnerstag, also übermorgen schon wieder, denke ich, ganz gut im Saft stehen werden. Ja, also Hartmut hat auf jeden Fall was gefunden. Wir hatten aus der ungarischen Liga dann, hatten wir wieder Material und natürlich war Blagi auch mit eingebunden, der die Jungs schon aus der Liga kannte vom letzten Jahr und also Video gab es definitiv zu denen. Ja, unbedingt. Also jetzt gerade, vor allem nach dem Spiel ist jetzt vorbei. Okay, jetzt gucken wir dann auf übermorgen. Ich hoffe auf eine maximal volle Halle und freue mich dann auf eine gigantische Stimmung und dann natürlich hoffentlich dann auf einen Derby-Sieg.